We are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us Genau, den Blubber einpacken und einkaufen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Genau. Richtig, Wahnsinn, ne? Mhm. Der Fadi hat heute frei und ich habe jetzt spontan die Kamera mitgenommen, denn wir haben uns aufgerafft, dass wir einfach jetzt als Familie uns ein schönes Örtchen suchen, wo wir hinfahren. Und unsere erste Anlaufstelle ist Erdbeeren pflücken heute. Da haben wir hier was gefunden, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Willst du an Mamas Hand? Alleine, natürlich. Auf jeden Fall wollen wir danach noch uns einen Strandabschnitt aussuchen, noch ein bisschen Meeresluft schnuppern und uns heute einfach einen schönen Tag machen und ihr seid mit dabei. Papa, da. Ja, da ist Papa, ne? Und hey, die, ach guck mal, die nascht schon, die Erdbeere. Super. Mama, da. Ja, können wir Erdbeeren naschen? Erdbeeren pflücken, genau. Oh, ganz viele Autos, ne? Da musst du sie ins Körbchen packen. Oh, klasse. Guck dir mal, zeig mal Mama die. Mach mal deine Handfläche und dann guck mal die Erdbeere. Das ist ja der Wahnsinn. Super, Rosi, aber weißt du was? Guck mal, Schatz. Das hat Hayley auch immer am Anfang gemacht. Am besten nur, wenn sie rot sind, die reinpacken. Nur ganz rot muss nicht die sein. Gelben, die schmecken nicht, Engel. Nur die, die rot sind. Papa ja, okay. Ist gerade im Schlaraffenland. Oh mein Gott. Komm her. Möchtest du auch Erdbeer essen? Alleine. Alleine? Und schmeckt gut? Oh. Fadi, ey. Engel, bitte jetzt mal ganz im Ernst. Schaut ihr euch meine Handfläche an. Oh mein Gott. Jetzt ist er Football. Ganz viele Autos sind da, ne? Viele Autos. Viele Autos, Engel, ja. Jetzt heißt doch. Schmeckt dir das? Mhm. Was ist das? Erdbeereis. Nee, kein Erdbeereis, Erdbeere, ne? Mhm. Lecker, Engel? Mhm. Ja, wir sind dann erstmal beschäftigt. Guck mal, Rosi, hier kommen die denn rein. Ne? Da müssen wir gucken, welche rot ist. Die ist jetzt erstmal am Essen. Und Mottilein? Ich hab welche. Super, mein Schatz. Zeig mal. Guck dir mal meine beiden Handflächen an. Oh. Mit Papa, ja. Guck mal, die habe ich ganz alleine gepflückt. Engel, du bist super drauf. Oh. Erdbeer-Queen. Du bist. Und Geschmackstest? Ja. Lecker? Meine kleine Strawberry. Wow, guck mal hier. Die ist aber auch mega. Papa, hebst du mich mal guck mal, dann kommt die hier ins Körbchen, Rosalie. Hier, hast du, magst du uns einmal mir das kleine Körbchen geben? Mami, das hier? Ja. Oder das guck mal hier. Sie will nicht sammeln, sie will direkt weiter essen. Darf sie auch. Komm her, mein Schatz. Boah, die sind ja zuckersüß, oder? Mama. Hier. Wahnsinn, Engel. Papa hat euch ein paar rote Äpfel gebracht. Papa. Zeig mal. Das ist ja der Hammer. Papa, ja? Guck mal. Wahnsinn. Heb mich jetzt mal rüber. Gleich, mein Schatzi. Papa will alles für sich allein haben, Engel. Genau. Merkst du das? Papa ist raffgierig. Und noch eine. Guck mal. Und du bist hier die Erdbeer-Queen, sag mal? Ja. Weil hier sind lauter rote. Guck mal, zieh die an. Lecker. Eine besser als die andere. Ja. Hat Papi und Rosalie auch schon? Ja, aber nicht so viele wie wir. Ja, wir sind die Erdbeerkönige. Mama. Motte, Hammer. Hast du dir irgendwie wehgetan? Nee, nur wieder hier gepiekt. Wie im Schuh gepiekt. Ach so. Hier sind eben lauter Erdbeeren. Was meinst du, wie Omi sich freut, wenn wir da heute mit einem riesen Berg Erdbeeren ankommen? Was? Hielchen, schau mal hier. Pop. Darf ich die mal probieren? Na sicher. Ist auch voll gemütlich mit dem Stroh, oder Engel? Mhm. Das ist die gleiche Erdbeersoße, sag ich schon. Sorte. Genau, wie im Hochbeet, mein Schatz. Motte, halt dich fest. Die darfst du. Stößchen.
Ich sag dir, wir haben nachher alle einen Erdbeerbauch. Die sieht so gut aus, dass ich sie probieren muss. Hau rein, Inge. Oh, das ist ein Rabe. Und guckt euch mal an. Leben mit Kindern, würde ich mal behaupten. Aber soll ich euch was sagen? Den wasche ich und lege ihn dann in die Sonne. Die Sonne macht alles raus. Ja, macht es auch, junger Mann. Wie wir aussehen, überall. Ja? Es hört gar nicht auf. Warte, ich hole das Körbchen. Wow. 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 Was ist passiert? Wo ist sie? Pack rein hier. Hast du super abgepflückt. Ab. Ja, mach mal ab. Oh, und noch eine. Mega. Mama? Erdbeermarmelade, Erdbeershake, Kuchen. Engelchen, nicht jetzt alle abknappern, mein Schatz. Mann. Ja, oh Manu. Mann. Manu, du hast die hier schon alle angeknabbert, Engel. Ja. Los geht's. Gut festhalten, junge Dame. Festhalten. Du willst auch schaukeln? Aber lass uns lieber die kleinere nehmen, mein Schatz. Hast dich eben erschrocken, ne Motte? Richtig toll, das war ihr gar nicht geheuer. Das ist aber nur, weil das oben knackt, mein Schatz. Da jetzt nicht wie so ein Affe raufspringen, aber ansonsten hält es dich bestimmt. Mama, ansonsten hast du Pech gehabt. Mama, dann gib mir hier an. Ja, warte, aber das muss ich mir angucken bei Papa. Uzi weg! Ja, ich habe alles im Griff. Mama, ein bisschen Teller bitte. Gleich, mein Schatz. Alles klar, Fati. Ja, das habe ich mir gedacht. Na, da kannst du leider nicht rauf. Das ist nur was für die Größeren, mein Schatz. Aber guck mal hier, Rosalie, da ist auch eine Schaukel. Guck mal so und dann. Hui. Du auch? Guck mal so, warte. Helfen. Papa soll helfen, einmal hinsetzen, mein Schatz. Du musst dich umklammern wie ein Affe, so. Wow, festhalten und. Papa, nein! Ist in okay. Nix. Ist nicht, ne? Mami. Alleine, alles klar. Mami, wieder Papa. Was soll ich machen, Schatz? Okay. Und wie soll ich dir helfen? Ja. Festhalten? Nein. Autopilot. Da. Ja, sind viele Autos, ne? Ja. Oh. Hey, ja, und wie sie schaukeln. Wuhu, wie Jane. Ja. Und Daddy Tarzan daneben. Ja, super gemacht. Ja, super gemacht. Cool gemacht, ne? Voll schön. Ja. Oh, guck mal da! Ein Highlight folgt dem nächsten. Hui! Hui! Hammer, oder? Hier könnt ihr cool. Noch nicht drauf. Sitzen bleiben. Nee, das ist noch zu wackelig, aber das ist ihre erste Karussellfahrt. Pferde. Ja, Pferde. Wir sind jetzt nämlich noch an die Promenade von Grömitz gefahren. Haben alle Hunger jetzt. Kuckuck. 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 Hinsetzen, mein Schatz. Ralfi hat uns schon mal ein Fischbrötchen geholt. Wir warten jetzt noch auf die Pommes. Ja, das quietscht, ne? Die Mädels sind hier im nächsten Auto beschäftigt. Mama eingemuckelt doch. Ja, die Frau ist eingemuckelt, ne? Im Poncho. Papa klaut hier bei uns die Pommes, ne? Der hat Hunger, der junge Mann. Hier, Rosaline. Möchtest du selber machen? Wir haben uns jetzt hier so eine Bank geschnappt. Wie die Touris sitzen wir ganz entspannt und sind am Muffeln. Und Rosalie möchte die ganze Zeit die ganzen Vögel hier... Ey, Fati, du bist echt so ein... Weißt du, die Kinder kommen so zu 1000% nach uns. Tollpatsch,
liegt uns in den Genen. Vom Sternzeichen. Ja, auf jeden Fall will sie die ganze Zeit die ganzen Vögel hier streichen. Guck mal, da hinten sind schon wieder welche. Jetzt kommen die auch. Ja, weil die Pommes jetzt da unten liegen. Kommt mal, ob die rot-weiß holen. Guck, da sind sie. Die sind aber sehr zutraulich, oder? Die kommen sehr, sehr dicht, finde ich. Zum Schluss gibt es noch ein Eis. Und was ist gerade passiert? Kurz bevor wir nach Hause fahren, Rosaline ist gestürzt und hat jetzt hier richtig so eine Beule. Und wir schwören auf Arnika-Salbe, haben zu Hause eine, einmal im Erdgeschoss und im Obergeschoss. Und eigentlich auch eine für unterwegs, aber die ist natürlich nicht mit dabei. Und deswegen ist Ralf jetzt einmal noch zur Apotheke gegangen. Die ist Gott sei Dank ein paar Meter weiter und versucht jetzt da sein Glück. Weil immer wenn sowas ist, machen wir das drauf oder gibt es auch als Kügelchen und dann verschwindet das sofort. Also das ist echt so ein heiliger Gral bei so kleinen Unfällen. Aber das Eis scheint auch schon Wunder zu wirken. Guck mal, wie riesig die ist. Wahnsinn, ne? Pass auf, Mama. Ja, ich kann froh sein, dass ich kein Eis in der Hand habe. Warum? Die schnappen das Eis weg. Komm, wir gehen zu Papi. Das Wasser ist so schön hier. Mami. Wahnsinn. Ja, mein Schatz. Die Füße nass machen. Das machen wir, mein Engel. Ist das nicht ein Traum, Schatz? Ja. Leute, ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Wir sind hier in Grömitz. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist hier wie auf den Malediven. Guck mal hier, Hähnchen. Wow. Und? Oh mein Gott, Hele, bist du mutig. Geh mal mehr hier hin, Schatz. Da ist es nicht so algig, mein Engel. Alter Falter, das ist aber schon frisch. Rosalinchen, du auch? Rosi will nicht in den Sand. Guck mal hier, die taucht. Gluck, gluck. Was macht die Möwe da, Rosi? Die taucht, genau. Die macht Buddy Buddy, ne? Süß, ne? Mama. Pack's auf den Wagen, Engel. Guck mal hier, Rosi. Schenke ich dir eine Muschel. Oh. Ja, alles klar. Was du kleiner Frecherli, du. Komm her zu Papa, komm. Das ist wie mit Hayley, ne? Die mochte auch eine Zeit lang keinen Rasen. Strandsand. Sie macht sie nicht mal bewegen. Komm her zu Papa. Guck mal, Mami. Ja, hab ich möchtest auch. Du nicht gehen im Sand? Mama, guck gefunden. Mal, hab ich im Wasser gefunden. Oh, auch schick. Papa, komm. Jedes Jahr aufs Neue habe ich immer meine Latschen als Sonnenabdruck. Ist das schön, mein Schatz? Ist sie ins Wasser gegangen? Und? Nochmal ins Wasser stehen? Nein. Okay. Das ist sie nicht geheult, ne? Ja, ja, Ralf sagt schon zum 10.000. Mal, jetzt fletschert er den Stein. Natürlich, das hattest du schon bei den anderen 1.000. Also, sag mal, was hast du in deiner Kindheit gemacht, sag mal. Ich würde ja auch gerne mitmachen, allerdings ist dieses kleine Mäusezähnchen nicht so angetan vom Sandstrand. Und hier... Den müssen wir gleich mal sauber machen. Hat Ralfi eben einen richtig krassen Stein gefunden. So grün. Ich schätze mal, das ist einer von den Bernsteinen. Auf jeden Fall. Aber der ist echt schön. Wobei wir mal in der Doku auch gesehen haben, dass es sogar von einer Flaschenscherbe zum Beispiel sein kann, dass die sich durch die ganzen Steine und das Wasser so entwickeln können, dass es dann so abstumpft und nicht mehr spitz ist und aussieht wie ein Stein. Aber wie gesagt, es ist der Bernstein. Der war hinten in Schleswig-Holstein, gut wieder. Wir haben hier heute richtig Gönjamin am Start. Zu guter Letzt gibt es jetzt nochmal, wen willst du hier verscheuchen? Hello Mövo, ein leckeres Eis. Hähnchen hat Kugeleis mit Streuseln, Fatih hat... Schoko mit Schoko. Schoko mit Schoko, ich habe Eismoor. In diesem Sinne, Chicolico. Schoko, Schoko. Guten, wolltest du auch mit Stößchen machen? Schoko, Schoko. Der Albtraum aller Eltern, das Kind hatte keinen Mittagsschlaf. Und ist jetzt eingeschlafen. Oh krass, die sind echt alle so eingesaut. Mhm. Und ich hoffe, wir kriegen die kleine Kröte jetzt auch ohne Aufwachen ins Bett. Also die Perspektive finde ich richtig klasse. Ja, wie gewohnt, das geht nicht wirklich. Sie
Pärchen. Du lässt schön die Korken auf, junge Dame. Wie fandest du es denn, mein Schatz? War ein schöner Tag, ne? Dafür, dass wir nur... Paw Patrol im Hintergrund. Dafür, dass wir nur 2-3 Stunden mal kurz raus wollten, ne, war das ein richtig schöner Tagesausflug. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich hatte gar nicht mehr die Zeit auf dem Schirm, wie spät das war. Das war so krass, wie die Zeit vergangen ist. Also wirklich richtig heftig. Aber es tat auch unfassbar gut. Ich bin auch richtig K.O. jetzt. Ne? Die Meeresluft macht müde. Und wir freuen uns aber gleich auf einen richtig schönen Feierabend mit einem kühlen Fassbräuschen out of the Theresien. Während the Kitsies make sleepy beepy. Siento capada mucho beepy beepy. In diesem Sinne mache ich einfach jetzt mal Tschüssikowski. Hello, hello, siento, siento. Wir sehen uns das nächste Mal. Lasst uns sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch der Vlog gefallen hat. Aber ich kenne ja unsere Community. Auf euch kann man sich immer verlassen. An dieser Stelle lieben, lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Paw Patrol grüßt auch. Over and out.